Der Handelskrieg und die US-Berichtssaison, das wird jetzt im Vordergrund der Märkte stehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute wichtig, was heute relevant ist. Und wir starten vielleicht mal mit dem Thema Handelskrieg. Da soll ja morgen der Deal, der Phase 1 Deal unterschrieben werden. Liu He, der chinesische Gesandte, ist inzwischen in Washington eingetroffen. Und es gibt ein jüngstes Gerücht, kann man sagen, nämlich hier etwa von Politico, die sagen, China wird insgesamt um und bei 200 Milliarden Dollar an US-Produkten kaufen, allerdings nicht nur Landwirtschaft, sondern über verschiedene Sektoren verteilt. Der Hauptfokus soll bei Manufacturing Goods sein, also bei Manufakturprodukten, bei Industrieprodukten, wenn man so will. Dazu 50 Milliarden aus dem Energiesektor, 40 Milliarden sollen aus dem Landwirtschaftssektor kommen, 35 bis 40 aus dem Servicebereich, insgesamt also eine höhere Zahl, als die Märkte erwartet haben. Das ist Politico jetzt unter Berufung auf Insider der Trump-Administration. Es gibt eine andere Nachrichtenagentur, die Ähnliches berichtet, mit anderer Verteilung, aber in etwa derselben Summe. 200 Milliarden sollen es also sein. Die Amerikaner haben gestern ja China von der Liste der Währungsmanipulatoren genommen. A, ist offenkundig so, dass jetzt China seine Währung nicht mehr manipuliert, während sie bis gestern die Währung manipuliert haben, ist nicht wirklich glaubhaft. Der Yuan jedenfalls ist weiter gestiegen in Reaktion auf diese Streichung als Währungsmanipulator. Die People's Bank of China hat heute den Yuan 300 Pips in Relation zum Dollar höher gefixt. Das ist eine ganze Menge. Aber aus chinesischer Quelle heißt es von Yunisyun, die CNBC-Kommentatorin in Peking oder Moderatorin, die sagte, es ist unklar, wie eigentlich hier der Kontrollmechanismus funktionieren soll. Das behaupten ja die Amerikaner. Wir haben einen Enforcement-Mechanism. Man hat nach wie vor einige Unstimmigkeiten offenkundig. Heute Nacht hat Mnuchin gesagt, naja, wir sind noch dabei, das Dokument zu übersetzen. Da muss man sich aber ein bisschen beeilen, wenn man das am Mittwoch unterschreiben will. Dann sagte China, laute Quelle hier, es ist unklar, wie realistisch wirklich diese Ziele sind, die hier gesetzt werden. Also die Trump-Administration, die haut wieder auf die Kacke. Die Chinesen sehen das ein bisschen anders. So hat man den Eindruck. Wir hatten heute Daten aus China auch, by the way, und die sind besser ausgefallen. Wir haben nämlich die Exporte auch in Dollar gerechnet, nicht nur in Yuan, sind gestiegen um 7,6% zum Vorjahresmonat jetzt im Dezember. Besser als erwartet, da war nur 2,9 erwartet. Wir haben dann die Importe mit 16,3%, deutlich besser als die 9,3% Steigerung. Man könnte nun denken, naja, da ist ja jetzt wieder alles gut, die Exporte steigen, die Importe steigen. Da ist man sich aber nicht so sicher, das sehen wir etwa in einem anderen Bereich. Aber zunächst mal ein anderes Thema und dann komme ich auf diesen Bereich, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich Tesla und Apple. Hier sehen wir das, was die Märkte gestern beschäftigt hat. Tesla über der 520-Dollar-Marke, muss man sich mal vorstellen. Sven Hendrik sagt hier zu Recht, wer hier meinte, das seien normale Charts, das seien keine Blasen, der sollte mal ein Eisbad nehmen. Wir haben jetzt die Situation, dass in etwa Tesla über 94 Milliarden Dollar wert ist. Volkswagen bringt noch etwa knapp 3-4 Milliarden mehr auf die Waage. Mit Abstand wertvollster Konzern in Sachen Autos ist ja Toyota, fast doppelt so viel Marktkapitalisierung wie Volkswagen, obwohl man etwas weniger Autos verkauft. However, jedenfalls ist Tesla nun der wertvollste Autohersteller aller Zeiten. Das muss man sich mal vorstellen, mit, wie gesagt, über 94 Milliarden an Marktkapitalisierung. Man verkauft 367.000 Autos im Jahr 2019. General Motors 10 Millionen, Volkswagen 10,9 Millionen, Ford 5,5, selbst Fiat mit 2,2 Millionen, deutlich größer. Also das zeigt doch, wie hier die Relation ist, was da eigentlich am Start ist. Und nun kommt eben die von mir angesprochene Brücke, nämlich zu den Autoverkäufen in China. Man könnte ja denken, okay, Tesla hat eine tolle Zukunft, vor allem im größten Automarkt der Welt, nämlich China. Aber schauen wir uns mal die Zahlen an in China. Da sind nicht nur die Autoverkäufe zum Vorjahr im Jahr 2019, also im Vergleich zu 2018, um über 8% gefallen, sondern es sind vor allem die Elektrofahrzeuge, die 27,4%
Rückgang erleiden mussten. Wo ist da also das riesige Wachstumspotenzial? In Deutschland werden Konkurrenten wie Volkswagen, Daimler muss es heißen, mein Gott, der Morgen ist noch früh, und BMW und Daimler, das habe ich irgendwie durcheinander geschüttelt. Jedenfalls sind beide natürlich mit Volkswagen dabei, auch Elektromobilität zu entwickeln, und die haben ziemlich tiefe Taschen, Tesla eher nicht so, aber es zeigt den ganzen Wahnsinn, der derzeit der Fall ist. Insgesamt sehen wir, dass die fünf großen Aktien, nämlich eine Google, eine Microsoft, eine Apple, eine Amazon, die an Marktkapitalisierung in Prozent derzeit jetzt 18% auf die Waage bringen. Das ist der größte Wert, den fünf Aktien jemals im S&P 500 an Marktkapitalisierung hatten, also auch in Prozenten. Wir sehen hier also eine deutliche Konzentration. Wir sehen, dass der ganze Tech-Sektor nun im Vergleich zum S&P 500, es gibt ja hier den S&P 500 Information Technology, dieser Sektor ist nun so hoch, steht so hoch zum S&P 500, zu dem restlichen S&P 500, wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Das sind extreme Verhältnisse also. Und heute kommen wir nun in die US-Berichtssaison, nachdem S&P 500 und Nasdaq neue Allzeithochs erreicht haben. Russell 2000, der Nebenwerteindex, und Dow allerdings etwas zurückbleiben, vor allem der Russell 2000. Heute die Zahlen von JP Morgan, 12.55 Uhr mit einem Umsatzrückgang von 16,7% zum Vorjahresquartal erwartet. 14 Uhr dann Citigroup und Wells Fargo, das wird also wichtig sein heute. Wir sehen dann den Bankenindex hier, das ETF BKX. Da sehen wir, dass wir hier doch weit entfernt sind von Allzeithochs, obwohl die Fed ja diese kurzlaufenden Staatsanleihen kauft und damit die Zinskurve zu versteilen sucht. Obwohl wir jetzt einen Anstieg der Renditen zuletzt wieder gesehen haben bei Staatsanleihen, sehen wir, dass hier der BKX, also dieser Banken-ETF, der US-Banken covert, dass der aus seinem steilen Aufwärtstrend rausgefallen ist. However, schauen wir uns mal die Charts an. Hier von Capital.com, meine Damen und Herren, wir sehen den DAX, der nicht mitgehen kann mit den US-Indizes. Wir sind aktuell bei 13.471 Punkten, damit noch ein Stück weit, etwa 130 Punkte vom Allzeithoch entfernt, das die Amerikaner ja praktisch täglich erreichen. Wir sehen hier den S&P 500, der gestern schon ein bisschen höher war, noch nicht die 3.300er Marke erreicht hat, aber nicht mehr weit weg davon ist. Wir sehen den Nasdaq 9.071 mit Tesla, mit Apple, mit Aufstufungen gestern etwa von Alphabet. Wir sehen den Dow Jones, der eben unter der 29.000er Marke handelt, 28.913. Wir haben Euro 1.1140 um und bei. Wir sehen, dass Gold bei 1538 kommt, also weiter jetzt nach unten. Jetzt wird es langsam charttechnisch ein bisschen kritischer. Wir sehen auch, dass Öl unter Druck ist, 58 Dollar. Und 10, und abschließend wollte ich Ihnen nicht nur Tesla zeigen, hier diese Wahnsinnsgeschichte, 524 Dollar, wer es glaubte, wird selig, sondern wir sehen eben auch hier Dollar-Yuan kommt weiter runter, mithin wertet also der Yuan auf, da sind wir jetzt bei 6,88. Also, es geht jetzt los mit den Zahlen, jetzt muss die Rallye unterfüttert werden mit Fundamentaldaten. Bisher haben Fundamentaldaten keine Rolle gespielt, siehe Tesla, siehe Apple, rückläufiger Umsatz, rückläufiger Gewinn, aber Aktie verdoppelt in kurzer Zeit. Das gleiche gilt noch intensiver für Tesla. Da ist so eine Complacency da, die eben sich auf die Fed verlässt, die sagt, alles egal, Hauptsache die Fed bringt Liquidität in die Märkte. Und alles andere zählt nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute Abend kein Marktgeflüster, meine Damen und Herren. Da bin ich unterwegs, aber morgen geht es normal weiter. Jetzt wünsche ich erstmal einen super Start in den Tag. Und sag Servus. Ciao.